Hallo und willkommen zu meinem Vorstellungsvideo diesmal. Ich habe jetzt auch ein Conway. Cool. Und zwar das Conway WME 627. Und ehrlich betrachtet habe ich es vor allem wegen dem Design gewählt, weil ich finde es mega schön. Ich habe die Komponenten nur überflogen, muss ich gestehen. Bin aber auch super zufrieden jetzt. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist die Bremse. Aber da hat der Martin mir einen guten Tipp verraten. Ich habe jetzt ja eine S-Rahmenbremse und hatte sonst immer die Shimano. Kurz unterbricht, das ist die Guide 2, was jetzt oben ist bei ihr. Und ich habe auf dem anderen die Guide 1 oben. Sind dort so bei der Guide 1, war es dann bei mir auch so, dass ich die Bremskraft nicht hergebracht habe. Und bin dann ganz einfach auf die Trickstuff-Belege gegangen und seitdem, muss ich echt sagen, ist das vertretbar, das Ganze. Ja, und ich habe jetzt eben auch die Trickstuff auf sein Rad hingenommen und das ist echt viel, viel besser, das ist gar kein Vergleich. Und jetzt ist es auch voll in Ordnung, weil ich bin da sonst echt empfindlich, deswegen habe ich immer die Shimano 4 Kolben drauf getan und das passt jetzt super, so wie es ist. Und vom Rest her ist es echt göttlich, ich habe gar nicht viel zu sagen, weil es einfach so gut funktioniert. Also ich habe ja auch eine 12-Fach-Schaltung drauf. Und einen nervigen Gehilfen. Sag lieber was zur Schaltung. Ja, das ist jetzt natürlich schon, kann man sagen, ein Top-Modell von Conway, was da läuft. Es gibt, glaube ich, nur noch eins drüber. Das 8er, was ich im Kopf habe. 2,7 steht bei Conway für die Laufradgriffs. Petro hat ebenso 27,5 genommen. Nicht so schnell. Die Leute werden ja schwindelig auf der Seite vom Bildschirm mit der Kamera. Ja, noch Piala, das ist irgendein Sturzflug. Die werden ja da, ich glaube, das Popcorn-Retour. Sie hat auch was verändert. Hinten war der Hans Dampf Serium, vorne ist dann die Magic Merium in 235. Sie hat auf 28, aber umgestellt das Ganze. Und ist quasi plus. Plus deswegen, die Felgen ist ein 40er sogar, glaube ich. Die habe jetzt nicht ganz im Kopf. 35, 40, recht eine satte Felgen. Und da läuft der Raufen ganz gut. Also sie hat keine Probleme mehr mit Schwimmen etc. Von ja, den her. Blut ist noch ein bisschen. Was sagst du? Blut ist noch ein bisschen. Genau, der Marschke ist ein bisschen komisch montiert, aber den kommen wir hey! Zu. die Gabel, wie gesagt, packen sind jetzt ein 5er, 2,8er. Mit dem 3,0er wisst ihr jetzt nicht. Es gibt 3,0er Raufen, auch müsst ihr es probieren und immer lesen, wie viel Mindestabstand sein sollte. Laufradmäßig ist DT Swiss ganz oben, bin ich der Meinung, es sind wirklich super Laufräder. Super steifer und von der Langlebigkeit bei meinem einen Enduro habe ich fast 500.000 Tiefenmeter oben mit dem DT Swiss Originallaufradlsatz. Also, das ist unzerstörbar. Was mir da schon passiert ist, Steinreiche kriege in die Sprache und alles, die da bringst du fast nicht um. Bike-Komponenten dann ähnlich wie bei den einen Schaltung ist sowieso, wie ich etwas sage, 12-fach. Was natürlich ist, bei ihr ist der sattere Dämpfer drinnen mit Ausgleichskammer Rapid Fire. Der spricht natürlich super soft an, fast schon wie ein Coil. Und die RockShox von die haben eher die Lyrik mit der großen Charger-Einheit. Also da kann man die Charger, die Compression richtig gut einstellen. Bei uns geht es ja bei der Mazzocchi noch auf und zu und zieht natürlich die ganze Variation. Ich senke auch mit dem Spanngurt ab. Genau. Und ich senke immer noch gerne ab. Auch genau. Wenn ich jetzt auch ein paar Mal unabgesenkt gefahren bin und es wirklich gut funktioniert. 170 aber. Ja, 170. Muss man sagen. Ist schon ein Satzradler. Also liegt schon da satt drin. Ja, und dafür lässt sich es echt super gut bergauf fahren. Wir sind jetzt ja auch teilweise 1200 getreten. 2000 danach. Aber ja, da sind nicht alles getreten. Aber ja, auf jeden Fall ohne Probleme. Das läuft. Da geht auch noch mehr mit denen. Also man muss sich das ein bisschen auslegen, das Radl. Nachdem die Elemente auch sperrbar sind, ist das Pedalieren echt super. Und euch natürlich auch haben wir mit der Doppelkamera schon geschnitten habe. Das Bike läuft einfach. Farbkombi ja. Ist ja sowieso ein Highlight gewesen bei der Lina. Gibt's passend zu deinen Leibe und zu deinen Hosen? Zum Leibe, genau. Und alles andere haben wir eigentlich so lassen, gell? Ja. Da haben wir kaum was verändert. Also wie gesagt, was die Petra jetzt verändert hat, waren die Belege und den Reifen. Den Reifen halt, genau. Und mehr ist da eigentlich nicht passiert. Ein bisschen Fett habe ich auch so aus dem Freilaufkörper. Ja, bisschen, ist schon laut. Ein bisschen Fett haben wir ausgedrückt. Ist echt laut, ja. Genau. Das läuft einfach klickender. Ja, ich bin 1,75 und genau. Fahre eben Größe M jetzt. Also und normalerweise habe ich den Sattel halt höher, das ist jetzt schon fürs Runterfahren. Normalerweise bin ich genau so. Aber das ist perfekt, weil das passt mir echt Traum. Also genau,
Sie hat am Anfang dabei Gedanken gehabt, ob es funktioniert, so viel Federweg, dann noch Enduro, ob das Sinn macht, wenn wir doch gerne pedalieren und wenig shutteln oder halt da nur, wo es Sinn macht, shutteln. Aber ja, läuft, gell? Das darf man nichts sagen. Tadellos, ja. Das ist mega geil. Also. Genau. Ab was, auf den Trail. Genau, was neu ist bei Conway, das habt ihr bemerkt, bei meinen waren die Lager noch offen. Jetzt sind sie draußen geschlossen, nur noch innenseitig zum Nachstellen. Schaut natürlich cool aus und hat den Vorteil, dass er nichts mehr hinkommt. Und die Kabelführung ist halt wesentlich besser jetzt schon. Das ist komplett intern, also das läuft wie ein Anser. Jetzt müssen wir den Trail freimachen. Genau. Damit, wir hoffen, es hat euch gefallen. Fragen gerne einfach in die Kommentare. Tschüss!